glaube bis zur 12. Woche, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder aber was das genau dann ist. Soweit ich es weiß, darf man bis zum 3. Monat machen. Wie es geregelt ist, na. Ja. Ganz im Detail weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß, nicht ganz legal ist. Also dass es so eine Zwischenlösung ist, beziehungsweise so ein Graubereich gesetzlich. Ganz im Detail kenne ich mich nicht aus. Ich bin ja kein Jurist eigentlich. Weißt du? Dass die Frau nicht schon, glaube ich, bis zur 12. Schwangerschaftswoche die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, das Kind abzutreiben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man in Österreich den Durchgriff durchführen darf oder ob das nur im Ausland möglich ist. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, dass es eine gesetzliche Regelung gibt. Das ist im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch drinnen, aber ich weiß es nicht. Nein. Bürgerliches Recht. Nein, ich weiß es nicht. Am Westbahnhof hängt unten ein Schild ganz groß, ungewollt schwanger, hier wird ihnen geholfen. Also ist das gesetzeswidrig dann oder was? Die Geschäfte gibt es überall, gemacht wird es überall, das Gesetz interessiert anscheinend keinen Menschen. Weiß keiner, braucht keiner. Was soll man jetzt dazu noch sagen? Ich glaube, Verbote führen nirgendwo hin und ich glaube, dass auch wenn Abtreibung irgendwie mit der Todesstrafe verboten wird, es nicht dazu führen wird, dass Leute weniger abtreiben. Und ich glaube, das ist absolut der falsche Weg, weil das kriminalisiert nur die Frauen. Natürlich braucht man Gesetze und das alles, damit eine Gesellschaft funktioniert, aber in so wichtigen persönlichen Fragen, glaube ich, sind der Verbote irgendwie fehl am Platz. Wir brauchen kein Abtreibungsverbot, würde ich sagen. Nein, also meiner Meinung nach auch nicht eigentlich. Im stärksten Fall betrifft es ja die Frau, sprich die werdende Mutter. Sofern nicht minderjährig, denke ich, sollte die Entscheidung auch bei der Frau bleiben. Meine Meinung ist, sollte die Frau entscheiden, weil das ist ja immerhin noch der eigene Körper. Sie selber, ob sie das Kind behalten soll oder nicht. Das ist zu 80% die Dame. Warum nur zu 80%? Ich halte es für vorstellbar, dass es Situationen gibt, wo Mann auch zu einem Viertelmeter reden sollte. Ich glaube, dass es letztlich die Eltern entscheiden sollten. Also, ja. Ich würde sagen, eher tendenziell in erster Linie die Frau. Ja. In erster Linie ja, aber ja. Insgesamt, wenn es geht, soll es gemeinsam entscheiden. Ja, letztendlich muss es die Frau entscheiden. Schön wäre es, wenn beide das entscheiden würden. Ne? Aber letztendlich ist es eine Entscheidung der Frau, denke ich.